Adi Hütter steht in Frankfurt unter unfassbarem Druck. Nach dem DFB-Pokal-Debakel und etlichen Verletzungen muss der Österreicher es schaffen, sein Team in der Bundesliga in die Spur zu bekommen. Jedoch steht Eintracht Frankfurt mit Borussia Dortmund ein schwerer Gegner bevor, weswegen Adi Hütter wahrscheinlich auf sein favorisiertes 4-2-3-1 mit diesen 11 Spielern setzen wird. Mit Kevin Trapp wird die Eintracht auf einen routinierten Torwart setzen, der im letzten Spiel gegen Werder Bremen 4 Paraden zeigte. Zudem ist sein Konkurrent Frederic Renault weiterhin verletzt, wie Hütter auf der gestrigen Pressekonferenz bekannt gab. Die internationale Erfahrung von Kevin Trapp wird den Adlerträgern enorm helfen, auch der 25-jährige Danny da Costa war in der letzten Partie gegen Werder Bremen festgesetzt. Sein direkter Konkurrent Timothy Chandler fällt verletzungsbedingt eine sehr lange Zeit aus, wodurch der ehemalige Leverkusener als einzige Option für die Position des Rechtsverteidigers übrig bleibt. Der Kapitän der Hessen darf natürlich nicht fehlen. Gegen Werder Bremen zeigte der Argentinier eine klasse Partie und konnte 7 gefährliche Situationen klären und den Ball einmal sogar auf der Torlinie klären. So eine Klasse darf Adi Hütter im Spitzenspiel gegen Dortmund nicht fehlen. Die Verletzungen von Marco Reus und Carlos Salcedo sind für die Eintracht vielleicht ein Fluch, jedoch für den 19-jährigen Evan Dicker ein Segen. Auch der junge Franzose überzeugte bei seinen letzten Partien trotz seiner Unerfahrenheit und gewann in seinem letzten Spiel 3 von 5 Zweikämpfen. Zudem klärte er 4-mal, wodurch er wahrscheinlich erneut starten wird. Adi Hütter könnte sich wegen der Sperre von Jetro Willems und Taleb Tavatas Verletzung gezwungen sehen, seinem 19-jährigen Schützling Deje Ousmane Bayreuth eine Chance zu geben. Denn das Nachwuchstalent ist der einzig verbliebene gelernte Linksverteidiger im Eintracht-Kader. Mit Makoto Hasebe kehrt der Silent Leader, der Adlerträger, zurück auf den Platz. Die defensiven Qualitäten des japanischen Veteranen und ehemaligen Nationalspielers wurden gegen Bremen stark vermisst. Mit all seiner Routine könnte Hasebe es schaffen, den gefährlichen Dortmunder Angriff zu stoppen. Auch der Neuzugang aus Madrid zeigte in der letzten Partie gegen Werder Bremen eine ordentliche Leistung. Mit 5 langen Pässen, die Lucas Toro an den Mann brachte, und 9 gewonnenen Zweikämpfen, war der Spanier einer der besseren Männer auf dem Platz. Zudem spielte der Madrilene eine viel bessere Partie als sein Teamkollege Gelson Fernandes, was ihm wahrscheinlich einen Startplatz garantieren wird. Nach seiner gegen Bremen zugezogenen Verletzung stand für den 23-jährigen Serben erst einmal eine kleine Auszeit an. Jedoch bestätigte Adi Hütter in der gestrigen Pressekonferenz, dass Mijat Gacinovic wieder einsatzbereit sei und auch zum Einsatz kommen wird. Von daher ist es denkbar, dass der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler wieder starten wird. Neuzugang Filip Kostic machte bei seinem Startelfdebüt gegen Werder Bremen durch ständige Offensivaktionen eine gute Figur. Mit seinen 5 gewonnenen Zweikämpfen und 22 angekommenen Pässen setzte der Serbe die Bremer Abwehr gut unter Druck und empfahl sich somit für die Startelf gegen Dortmund. Der Flügelflitzer Nikolai Müller wird als einer der einzig reinen Flügelspieler wahrscheinlich auch gegen Dortmund starten. Auch wenn er gegen Bremen bereits nach 35 Minuten ausgewechselt wurde, spielte Nikolai Müller keine schlechte Partie. Die Auswechslung hatte aufgrund der roten Karte von Jetro Willems nur taktische Gründe. Müllers Geschwindigkeit wird der Eintracht gegen Dortmund helfen können. Kaum ein Mann ist für die Offensive der Adlerträger so wichtig wie Sebastian Haller. Der 24-jährige Franzose schoss in der Liga bereits 2 Tore und konnte sich auch noch eine Vorlage abholen. Da auch sein direkter Konkurrenten Goncalo Pacienca verletzt ist, wird es der 1,90 Meter große Stürmer erneut in die Startelf schaffen.